Hier oben am Bild dran sehen was. Er will mit nach vorne sprinten und zerrt sich was. Och nee, ey. War mein Fehler, keine Frage. War mein Fehler. Wir sehen nicht mal, was er hat. Das heißt, er wurde wahrscheinlich abtransportiert, ey. Mann. All American. First team, bitch. Yeah. Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Liverpool Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 10. Episode hier auf dem Kanal und heute haben wir wieder richtig viele interessante Spiele vor uns liegen. Ihr seht schon, das nächste ist direkt im Emirates FA Cup gegen den FC Sunderland. Das wird auf jeden Fall eine spannende Begegnung und wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall für diese Folge einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären richtig nice, ihr könnt das packen. Ich bin mir relativ sicher, mittlerweile schon im Urlaub, das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, mich dabei zu unterstützen, dass ich hier vorproduziert habe. Ja, da würde ich mich drüber freuen. IG Vault ist in der Videobeschreibung verlinkt. Auch da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Günstige Münzen mit dem Rabattcode MaxGamingTV 6% und, ne, die Euro. Doch, die könnt ihr sogar noch laufen. Da kriegt ihr sogar auch nochmal 6% extra oben drauf auf eure Coins. Also lohnt sich auf jeden Fall. Instagram und Twitter sind auch unten drin. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los mit dem Liverpool-Karrieremodus und schauen uns an, gegen wen wir heute so spielen werden. Sunderland im Pokal simuliert, Aston Villa simuliert, Leicester simuliert, das Merseyside Friendly Derby mal wieder. Danach geht's direkt gegen Manchester City und das Ganze nur, zwei Tage später. Das wird anstrengend. Dann auch gegen Crystal Palace und dann sind wir für die Episode durch. Aber nächste geht's dann schon wieder weiter. Gut, das ist an Chelsea. Dann kommt auch schon Southampton. Wir sind im März. Dann kommt wieder Länderspielpause und dann kommen Tottenham und Stoke und dann nur noch fünf Spiele sehe ich gerade und dann sind wir durch. Einfach krass, dann sind wir schon mit der ersten Saison fertig, aber jetzt erstmal gegen Sunderland. Adrian Silva finde ich übrigens einen sehr interessanten zentralen Mittelfeldspieler ebenfalls, auch wenn wir natürlich jetzt einmal welche geholt haben, aber ja, schauen wir mal. Training sieht gut aus, zumindest bei Musonda, beim Rest absolut nicht, fällt mir gerade mal auf. Das ist ja richtig scheiße. Wir sind zu Gast bei Sunderland im Pokal und das ist die Elf, mit der wir antreten werden. Chance Gürtel mit Karius, Klein, Moreno, Pastore, Götze, Firmino, Sturridge, Benteke und Origi. Ja, Leute, wie Payet auf der Bank, aber unser Top-Transfer, Pastore, spielt wieder von Anfang an. Bin ich mal gespannt, was der so zeigen wird. Wir haben noch nicht mit ihm in FIFA richtig gespielt, also wirklich gespielt, sondern nur simuliert. Aber das haben wir ja auch diese Episode zum ersten Mal. Aber erstmal ist wichtig, dass wir gegen Sunderland gewinnen. Die haben zuletzt alles verloren. Gegen uns, dann gegen Swansea und gegen Bournemouth. Und jetzt spielen sie im 4-1-4-1 gegen uns mit einem Stürmer auf links. Und zwar, das interessiert mich jedes Mal wieder, Jermaine Lenz hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. Oder ist es Borini? Weiß ich jetzt gerade nicht. Kann beides sein. Er Borini. 20 Minuten durch. Lenz kriegt gelb. Skrittel kriegt aber auch gelb. Skrittel, oder wie er mal aussprechen möchte. Roberto Firmino macht aber das 1-0. Sehr schön. Unser Brasilianer bringt uns in Front. Insigne kommt für Sturridge rein, das heißt, wir haben weniger Durchschlagskraft und mehr Dribbelstärke. Kann ja vielleicht gar nicht mal so schlecht sein, weil die jetzt hinten ja auch stark und robust stehen werden und wir schnelle Konterspieler brauchen. Payet kommt für Pastore und Defoe macht den Ausgleich. Wir haben noch ein Spiel mehr in der Episode, yeah! Wisst ihr, ich habe gerade die Horrorfolge mit Dortmund aufgenommen. Offenbar wird das hier direkt die nächste. Wir spielen jetzt gegen Aston Villa, haben nur einen Wechsel, nicht zwei Wechsel. Haben wir Insigne für Origi und Payet kommt für Götze mal rein. Die haben zuletzt gewonnen gegen West Brom und verloren gegen Norwich und entschieden gegen Leicester. Spielen Fünferkette. Wird auf jeden Fall nicht einfacher. Wir müssen einfach gewinnen. Wir müssen einfach gewinnen. Vorne mit Gestedt und Ayew. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mittelfeld sieht auch nicht schlecht aus. Und oh Gott. Oh Gott. Auswärtssimulation. Sie gehen in Führung. Sturridge macht Gott sei Dank den Ausgleich. Amavi hat der Aston Villa nach vorne gebracht. Das ist natürlich gar nicht schön. Zweite Halbzeit sind wir jetzt mittlerweile schon drin. Und Moreno. Oh, ey, das ist unglaublich. Das ist einfach nur unglaublich. Gestellt macht direkt den Ausgleich. Und jetzt sind wir am Ende und wir spielen 2-2 gegen Aston Villa. Was für ein Auftakt schon wieder. Wahnsinn. Chelsea hat 4 Punkte Vorsprung. Wir müssen so ranklotzen. Zum Glück spielen wir noch gegen die. So, Elfe wieder gewechselt, Götze auf 10, Firmino auf Bank und Origi kommt rein für Insigne. Muss klappen gegen Leicester. Zuletzt haben die 0-3 gegen Arsenal verloren, davor gegen Aston Villa unentschieden gegen Stoke 0-2 verloren. Aber wir spielen halt schon wieder auswärts. Albrighton verletzt sich relativ früh, aber das ist halt genau der Kader, abgesehen von Rakitski. Was macht denn der da? Der, uns, beziehungsweise was heißt uns? Okazaki verschießt einen Elfmeter, sehr schön. Der ja auch Meister geworden ist, das heißt, die können es theoretisch. Auch in FIFA müssten sie es kennen. Rashford kommt für Benteke, das ist ein Statement. Firmino kommt für Sturridge, das ist auch ein Statement. Aber es steht noch 0-0, Freunde, wir müssen gewinnen. Danke, Vizius? Unsers Danke, Vizius? Also Hannovers Danke, Vizius? Das wäre beeindruckend. Götze übrigens, der World Cup Hero. 1-0, Danke, Vizius? Das verwirrt mich jetzt. Aber egal, wir gewinnen. Perfekt, das wollte ich so. Es war nicht unsers Danke, Vizius. Zur allgemeinen Beruhigung, auch wenn es wahrscheinlich nur mich aufgeregt hat.
Wir trainieren unser Team, wir gewinnen jedes Spiel und wir wollen, dass Rashford steigt und das macht er auch. Cancelo sieht auch sehr stark aus, der wird beim nächsten Training, denke ich mal, auch steigen, müsste zumindest, oder ganz knapp davor sein. Es geht ins Friendly Derby, es geht jetzt gegen den FC Everton und wir sehen Origi, der ist mittlerweile überholt worden von Wilson, beziehungsweise gleich auch mit Wilson, das heißt, er muss demnächst mal wieder treffen, aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir überhaupt treffen und Everton, ja, besiegen, damit wir, naja, wieder an Chelsea rankommen, beziehungsweise an Chelsea dann bleiben, aber Everton ist auch Dritter, das heißt, absolutes Top Derby und würde ich sagen, legen wir los, auf geht's. Die Anfield Road erwartet, ja, den Gegner des Merseyside Derbys zum Friendly Derby. Es wird spannend, es wird interessant, der Zweite gegen den Dritten. Wir müssen gewinnen, um an Chelsea dran zu bleiben. Wir wollen Meister werden, das ist unser erklärtes Ziel. Wir haben vom Vorstand quasi das Ziel bekommen mit der Finanzspritze, die wir erhalten haben. Und das müssen wir heute auch beweisen in unserem Stadion mit unseren Fans. Wir sind momentan ja nicht so gut in Form, wie wir gesehen haben, aber das darf heute keine Rolle spielen. Wir müssen einfach gewinnen und das ist unsere Aufgabe. Und mit welchem Kader, das seht ihr hier teilweise schon. Der sieht aus wie Busquets, das ist aber nicht. Aufgrund der vielen Spiele, die wir momentan machen müssen, Karius, Klein, Korka und Lovren. Ja, wegen Fitnessproblemen. Moreno, Milner und Henderson wegen Fitnessproblemen. Musonda, Insigne, Firmino wegen Fitnessproblemen. Und Benteke vorne drin. Und ihr seht schon, Pastore ist neben Kader. Schade, aber er ist einfach nicht fit genug. Die Fans peitschen uns nach vorne. You'll never walk alone. Und Everton mit Alves im Tor. Davor Coleman, Jagielka, Stones und Baines. Sehr, sehr starke Defensive. Dann Gibson und McCarthy. Kevin Mirala, Steven Pienaar, Dowell, den ich nicht kenne. Und Niasse. Auf der Bank noch starke Spieler wie Romelu Lukaku. Aber wir haben auch gute Spieler, bessere Spieler. Und wir sind das bessere Team. Und deswegen gehen wir jetzt raus und gewinnen. Milner setzt sich da schön durch. Und jetzt raus. Auf die linke Seite auf Roberto Firmino, wollte ich sagen. Weil es ist Lorenzo Insigne, der sich da auch durchsetzt. Mit seiner Agilität zurück auf Firmino. Diesmal wirklich Henderson auf Milner. Der dreht sich um Baines rum. James Milner 1:0. Früher Führungstreffer. 8. Spielminute. Und die Reds, die führen hier im Anfield Stadion gegen Everton. Ganz starker Beginn hier. Insigne raus auf Firmino. Der nochmal zurück auf Jordan Henderson. Und die Drehung von Milner ist einfach nur klasse. Um Baines rum und dann die Thunderkante in den Winkel. Wunderbar, wir führen und wir sind genauso in Front, wie wir es haben wollten. Musonda mal mit einem Waka Waka und jetzt raus auf Nathaniel Klein. Der ist momentan schlecht in Form, das sieht man an so einem Pass. Oh, da rennt Firmino einfach eisekalt den Gegner rein, aber Benteke bleibt am Ball. Benteke bleibt richtig am Ball. Benteke macht nicht das 2:0, Insigne hat die Chance. Das ist viel zu einfach eigentlich. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Und er schießt. Und da fällt der Ausgleich. Die erste Chance. War mein Fehler, keine Frage. War mein Fehler mit Lovren da. Aber ich verstehe nicht, warum die diese Pässe nicht spielen. Selbst mit einem schwachen Fuß. Die kann man doch nicht so unpräzise spielen. Also... naja. Klein auf Musonda und in der Mitte steht Benteke. Benteke! 2:1! Direkte Antwort! Musonda mit der Vorlage, perfekte Flanke in die Mitte. Sowas kenne ich mittlerweile schon gar nicht mehr. Und da steht Christian Benteke und macht den Kopfball weg, setzt sich da durch im Luftduell gegen Coleman, müsste es sein, der natürlich auch total unterlegen ist. Schöner Kopfball, perfekt, so wollen wir das doch haben. Und Benteke, für den war es jetzt das 8. Saisontor auch schon. Läuft bei ihm. Oh oh, Alves Fehler, Benteke ist da, 3:1. Jawolski, 9. Saisontor. Er ist eigentlich der Flop-Transfer, müssen wir ja ganz ehrlich sagen. Er war so scheiße bisher, aber dann kam plötzlich die Wende und seitdem trifft er, wie er will und es lohnt auch richtig gut. Richtig geil, 3:1, so willst du das auch sehen. Und die Fans, für die ist das ein Festival. Insigne mit seiner Körperbeherrschung und jetzt der Ball in die Spitze auf Christian Benteke. Der wird doch nicht seinen Hattrick machen wollen. Der wird doch nicht seinen Hattrick machen wollen. Der macht seinen lupenreinen Hattrick. 45. Minute in 10 Minuten macht er den Hattrick. Wie geil ist das denn? Christian Benteke. Wow, der Flop-Transfer mit einem 10 Minuten Hattrick. Wie geil ist das denn? Absolut genial. Ich bin beeindruckt. Komplett beeindruckt. Hammer. Halbzeit. 5 Tore in Halbzeit 1. 4:1 in Halbzeit 1. Das ist ja wohl absolut genial. Die Fans können es gar nicht glauben. Was für eine Party. Und Christian Benteke, mit englischem Akzent ausgesprochen, macht in 10 Minuten 3 Buden. Genial.
Gibt einen Wechsel. Barry geht raus, beziehungsweise Barry kommt rein. Auch gut. Egal, pass auf. Wir machen jetzt das nächste Tor. Musonda, Flanke. Hinten Insigne, Benteke. Nee, doch nicht. Firmino auf Benteke. Jetzt wieder Insigne mit seiner Körperbeherrschung. Die Flanke. Benteke kommt nicht ran. Firmino und Klein, der kann auch mal schießen. Ja, oder auch nicht. Wir wechseln mal erstmal, sonst kommt ein Neuzugang. Kapitän Klein geht raus und João Cancelo kommt rein in die Partie. Bin sehr gespannt, was der so bei uns bringen wird. Sein erster Auftritt. Bei 4-1 kannst du das mal machen. Musonda auf Milner und der in die Mitte. Und Benteke kommt nicht ran. Ja, langsam plätschert das Spiel so ein bisschen, aber ist ja auch klar, ist halt eindeutig entschieden. Wir wechseln nochmal aus, wir wechseln doppelt und es wird lustig. Masuaku und der Kollege Ryan Kent kommen rein. Das war Firmino und Insigne. Jetzt fragt man sich, du hast noch einen Linksverteidiger reingebracht. Ja, richtig. Masuaku spielt linkes Mittelfeld und Kent Zehner. Bin gespannt, was der Franzose da so machen wird. Oder Kent kriegt halt seine erste Aktion. Raus auf Musonda und der ist frei durch, den muss er machen. Musonda 5:1. 5:1. Das Merseyside Derby ist komplett entschieden. Und Musonda, der zuletzt in schlechter Form war, einen Ball nach unten hatte, macht hier sein Tor. Ken macht die Vorlage gerade eingewechselt. Und da sieht man die positiven Aspekte des Beidfüßigseins. Alves zum fünften Mal chancenlos. Was für ein geiler Derby-Tag. Ja, noch sind wir nicht durch. Es gibt nochmal ein Tor, einen Ehrentreffer durch Ross Barkley. Ist er das? Ne, die 16. Wer sind die 16? Ich weiß es nicht. Doch, nee. McCarthy ist das, glaube ich. Der Ire trifft hier nochmal, aber ist ja nur das Ergebnis Kosmetik. Ist von daher egal. Guck mal, die Liverpool-Fans jubeln trotzdem. Das Resultat ein Treffer. Mittlerweile steht es. Kent möchte auch nochmal selber schießen. Kent! What the fuck? Ryan Kent mit dem absoluten Traumtor. 6:2. 90. Spielminute. Eigentlich den Ball schon verloren gegen Pina und dann haut der so ein Ding raus. Alter Verwalter, war das ein geiles Tor. Schöne Perspektive. Da kann Alves nichts machen. Was ein geiles Teil. So, Kent empfiehlt sich für weitere Auftritte. Und jetzt ist Schluss. 6:2. Was für ein Merseyside Derby. Wir gewinnen gegen den FC Everton, gegen den Dritten. Als Zweiter mit 6:2. Dreimal Benteke, einmal Musonda, einmal Milner und einmal Kent. Absolut geniale Partie. Nicht zu 0, aber wen juckt das schon? Einfach nur ein geiles Spiel. Kann man auf jeden Fall so machen. Wir sind wieder da. Wir sind weiter oben mit dabei. Und wir werden Meister. Ich weiß es einfach. Benteke kriegt einen Ball. Richtig geiles Spiel. Ja, kein anderes Spiel verfügbar. War wieder Topspiel. Pokal gegen Thunderland. Wir haben das Rückspiel, beziehungsweise ja, Wiederholungsspiel. Und ihr seht, die Elf, die ist schon stark. Ne? Die ist schon gut. Sturridge vorne drin, Payet hast du dabei, Origi, Götze, Chan, Pastore, Masuaku, Skrtel, Boskali, Klein, Karius. Und Pastore macht das 1:0. Keine Sorge, ihr werdet ihn auch noch so zu Gesicht bekommen in dieser Episode. Im Liverpool-Trikot das erste Mal. Aber momentan ist einfach wichtig, dass wir hier weiterkommen. Und das sieht momentan noch ganz gut aus. Payet macht das 2:0 und damit sind wir so gut wie durch. Außer die machen noch zwei Tore. Rashford das 3:0 nach Einwechslung. Perfekt. Perfekt, damit sind wir durch. Warum haben wir das erste Spiel eigentlich 1-1 gespielt? Ganz ehrlich. Es geht dann gleich gegen Crystal Palace. Da müssen wir ein bisschen schonen, weil danach geht es gegen City und das Spiel ist wichtiger. Trainingsleistungen sind nicht so unseres momentan. Und nein, Cancelo steigt nicht, aber auch Regie auch nicht. Aber das sieht trotzdem sehr gut aus bei den beiden. Ich weiß schon gar nicht, wie wir spielen lassen sollen, aber das, denke ich mal, passt ganz gut. So, Sturridge auf rechts, Origi auf links, vorne Benteke, Insigne dahinter. Sieht gut aus. Übrigens hat Benteke jetzt 11 Saisontore. Das heißt, auch wenn der trifft, reicht es für die Torschützenkarriere. Kanone. Torjägerkanone. So, die haben zuletzt gegen West Brom gewonnen, davor gegen Watford und Tottenham unentschieden. Spielen obligatorisch 4-2-3-1. Schauen wir mal, was da so geben wird. Haben vorne Slimani eingekauft. Oh, der trifft auch noch. Slimani eingekauft von Sporting Lissabon. Bolasi, Chamak, Zaha ist natürlich eine starke Offensive, kann man nichts gegen sagen, aber das heißt nicht, dass die gewinnen werden, denn Milner macht den Ausgleich per Elfmeter, sehr schön. Wir müssen trotzdem gewinnen, 1-1 reicht nicht, Slimani verletzt sich, Musonda kommt für Henderson, wir gehen also auf Offensive, Masuaku kommt für Lovren, also als Außenverteidiger für Innenverteidiger. Oh, Adebayor für Slimani, nicht, dass der jetzt noch treffen soll, aber wir müssen selber treffen. Oh Mann, wir spielen unentschieden gegen Crystal Palace, das darf uns normalerweise echt nicht passieren. Vor allem habe ich gerade gesehen, dass wir aufholen hätten können, weil Chelsea nur 0-0 gegen Stoke gespielt hat und solche Spiele darfst du dann natürlich einfach nicht verschenken. Ich würde übrigens gerne Ken trainieren, aber ich habe irgendwie keinen Platz für ihn. Erst wenn Cancelo gestiegen ist. Wir spielen gegen City und glaubt mir, die Startelf wird euch überraschen. Das wird definitiv nicht das, was ihr erwartet. Und wir spielen definitiv auch nicht mit der allerbesten Elf, aber wir spielen mit einer, bei der ich zutraue, dass wir gewinnen werden. Und das ist das Wichtigste. City ist momentan Vierter. Wird also auch relativ schwierig, aber wir packen das schon. Auf geht's, ab geht's. Die Citizens zu Gast an der Anfield Road. Wir haben gerade 6:2 den Zweiten weggeklatscht. Heißt das jetzt, wir klatschen den nächsten 12:4 weg, den Vierten? Naja. Kann passieren. Soll passieren. Das treffsicherste Team der Liga sind wir mit 51 Buden. Das ist schon mal nice und das sieht übrigens gerade richtig geil aus da. Aber gut, ja. Wir sehen ihn in der Startelf. Nicht Pastore, sondern Rashford.
auch mal interessant. Das ist nämlich unsere Aufstellung. Karius, Klein, Boscali, Chan, Moreno, Götze, Javier, Pastore, Ryan Kent, Dimitri Payet, Firmino und Rashford. Das heißt, zwei blutjunge Spieler in der Startelf vorne drin mit Kent und Rashford. Und Boscali und Chan auch extrem junge Defensive. Hart, Zabaleta, Martinez, Otamendi, Clichy, De Bruyne, Fernandinho, Touré, Sterling, Silva, Aguero. Nur Weltstars, oh wei. Und aber Young auf der Bank. Gefährlich. Aguero gegen Rashford. Unausgeglichenes Duell, mag man meinen, aber wir packen das auch ohne Benteke und Origi vorne drin. Auf dem Flügel kommt der Ballbesitz. Ja, Boscali zeigt einmal, wer der Chef hier im Ring ist gegen Aguero. Übrigens wird sich Aguero früher oder später in diesem oder im Dortmund-Karrieremodus zu meinem Transferziel entwickeln. Ich denke mal eher in diesem Karrieremodus hier, weil wir ja mit Benteke einen Stürmer haben, den wir eigentlich gar nicht haben wollen, auch wenn er gut performt. Und der für die Champions League in meinen Augen nicht reicht. Payet, der reicht für die Champions League, aber das war noch ausbaufähig. Und da ist er, Sergio Kun Aguero, der gefährlichste Spieler bei den Citizens. Und wieder ist Boscali da. Ja, der junge Franzose hier absolut souverän bisher. Klein schickt Rashford. Hart ist da, macht aber den Fehler. Jetzt der Flick. Ah, schade, hätte fast funktioniert. Aber Unsicherheit bei Hart. Boscali jetzt mit seiner dritten starken Balleroberung und vielleicht die Kontergelegenheit über Rashford. So, müssen wir wieder mitlaufen. Macht aber keiner. Firmino jetzt. So, zack, auf Pastore. Javier Pastore im 16er. Macht das gut. Die Idee war ein bisschen zu kompliziert. Oh, der Edeltechniker. Javier Pastore, schön in die Mitte gespielt. Ryan Kent ist das. Aha. Haben ihn nicht getraut zu schießen. Ich weiß auch gar nicht, was für einen starken Fuß der hat, weil gerade war links, aber das muss ja nichts heißen. Oh, Kent hier ganz, ganz safe. Ist anscheinend Rechtsfuß, so wie ich das hier gerade sehe. Er dribbelt zumindest mit rechts. Setzt sich da schön durch und jetzt raus auf Dimitri Payet. Ja, auch der bleibt am Ball und in den Lauf von Marcus Rashford. Das sieht bisher sehr gut aus, dieser Angriff. In den Lauf von Javier Pastore. Oi, oi, oi. Und Hart hält schön. Oh, das ist so stark gemacht. Das ist so stark gemacht. Und dann Rashford, der nicht zum Abschluss kommt. Nochmal Payet. Nochmal auf Rashford. Und jetzt die Volley-Chance. Oi, der war ein bisschen hoch. Götze auf Firmino. Wir kommen noch nicht zum Torerfolg, aber es sieht sehr, sehr gut aus bisher. Chan verlängert und Kent mit links ist übrigens tatsächlich Rechtsfuß. Gerade eben hat er diese unglaublich geniale Aktion wahrscheinlich nur gebracht, weil wir sowieso schon so hochgeführt haben. Da kontern wir gerade und dann pfeift der Sack zur Halbzeit. 0:0 bisher. Ein sehr, sehr ansehnliches, sehr, sehr starkes Spiel. Gerade von unserer Mannschaft ist es bisher absolut genial. Aguero bisher von Boscali komplett aus dem Spiel genommen. Sehr, sehr gut. Wir sehen hier auch die beiden gerade eingeblendet. Das muss so weitergehen und dann gewinnen wir das Ding hier auch noch. Payet bleibt verletzt am Boden liegen, das ist natürlich gar nicht schön. Übrigens habe ich gerade gemerkt, Kent hat sogar 4-Star-Skills, also das geht ja schon fast gar nicht mehr so viel besser. So, Moreno jetzt, der ist schnell genug, um mal alleine Richtung Mitte zu ziehen. Jetzt ablegen auf Firmino und Firmino mit dem Finessi und Hart ist da. Oh, oh, die Konterchance. Ja, ja, Touré legt nochmal raus auf Aguero auf Abseits. Oh, oh, Pastore hat das ganz klasse gemacht und jetzt Firmino. Langsam muss er doch mal reingehen, Mensch. Boscali, eieiei, noch eine Ecke. Und da ist das Tor, da ist das Tor. Dimitri Payet, Flanke von Javier Pastore. Und es ist der Franzose mit dem Kopf. Wir führen mit 1:0 gegen Manchester City. Und die Erleichterung ist zu spüren bei unseren Fans. Erstmal wieder rausgeschlagen nach diesem Eckball und Pastore dann mit der Flanke. Und da steht Payet und keiner ist bei ihm. Und Hart ist chancenlos und wir führen endlich in dieser Partie so verdient mit 1:0. Der Ball auf jeden Fall weg. Oh je, Kevin De Bruyne. Heieiei, am Tor von Karius. Und übrigens, ich weiß, ich habe diese Episode schon wieder so oft Boscali gesagt, obwohl er Boscagli heißt. Ich krieg das nicht in den Kopf rein. Für mich heißt der Boscali. Das ist meine freie Interpretation. Künstlerische Freiheit. Payet oder Payet. Ich bin nicht auf dieser Insel. Ganz stark, Benteke, gerade eingewechselt. Flanke, die sollte sicherlich nicht dahin. Der Torschütze geht aus der Partie und die Fans feiern ihn. Dimitri Payet geht raus, Cancelo kommt rein, der geht dafür aufs rechte Mittelfeld. Und jetzt geht Kent rüber auf links. Hier sehen wir nochmal das Tor. Schön hochgeschraubt. Wunderbar. Oh, Kent wunderbar freigespielt. Ryan Kent, jetzt muss er überlegen, was er macht. Jetzt muss er überlegen, was er macht. Jetzt rüber auf Pastore. Habe ich schlecht gespielt. Das lag nicht an ihm, das lag einzig und allein an mir. Cancelo hier nochmal außen, kommt aber nicht durch gegen Clichy. Dass Benteke den Ball so annehmen kann, halte ich für ein Gerücht. Aber jetzt ist Cancelo da und hat ganz, ganz viel Platz in den Lauf von Firmino. Und der rüber auf Benteke. Benteke 2:0.
2:0, wir sind durch. Wir gewinnen das Spiel gegen Manchester City. Wir gewinnen also auch gegen den vierten. Wir gewinnen souverän mit 6:2 gegen den dritten. Und jetzt kontern wir den vierten. Eisekalt aus, Cancelo, wie gesagt, gerade eingewechselt für Mino. Uneigennützig, Benteke, 12. Saisontor. Ideal. Sein Ernst? Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht lange. In all dem Trubel muss jetzt Pastore verletzt raus und Henderson kommt rein. Wir sehen nicht mal, was er hat. Das heißt, er wurde wahrscheinlich abtransportiert. Mann. Hier oben am Bild dran sehen wir es. Er will mit nach vorne sprinten und zerrt sich was. Och nee, ey. Letzte Aktion der Partie. Yaya Touré, Freistoß, ganz schwach. In die Arme von Karius und damit müsste das Spiel jetzt auch vorbei sein. So ist es. Wir gewinnen gegen Manchester City mit 2:0. Sehr überlegen geführte Partie, sehr souverän geführte Partie. Auf jeden Fall sehr spaßig und wir haben mal gezeigt, wie schön wir Fußball spielen können. Natürlich ein bisschen getrübt durch die Verletzung von Pastore, aber eine ganz starke Vorstellung. Vor allem von Boscagli, der hinten komplett Aguero aus dem Spiel genommen hat und Aubameyang noch seine Einwechslung. Und vorne natürlich von Ryan Kent und nicht zu vergessen, ja, Dimitri Payet und Pastore, die halt beide, ja, leider Gottes ausgewechselt wurden. Bin gespannt, was Pastore jetzt haben wird. Aber für den Moment zählen erstmal nur die 3 Punkte und das ist wunderbar so. Andere Ergebnisse, wo ist Chelsea? Wo ist Chelsea? Gewinnt gegen Norwich 3-1. Ja, okay, aber wir können mit einem Sieg an dem vorbeiziehen, wenn wir gegen die gewinnen halt. Achillessehne. Er hat sich an Oberschenkel gefasst. Ah! Oh Mann, ey, das ist doch einfach nur beschissen. Ach Mensch, der fasst ihren Oberschenkel an Achillessehnenriss. Oh Mann, ey. Lovro Ivojevic, du Arschloch. Naja, was soll ich sagen? Das war natürlich kein schöner Abschluss dieser Episode, aber was soll's. Immerhin, gewinnen wir gegen City und sind damit in der Tabelle wieder relativ nah an Chelsea. Dann gucken wir nochmal nach, wie nah genau. Ihr seht's gerade schon, nächste Episode geht's im FA Cup weiter gegen Manchester United. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal umstrukturieren bzw. umplanen. Ja, wir sind 2 Punkte hinter Chelsea, gegen die wir in der nächsten Episode dann höchstwahrscheinlich auch spielen werden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir spielen gegen United, simulieren gegen Southampton, gegen die Türkei und gegen Kamerun. Spielen gegen... Tottenham? Spielen wir gegen Tottenham? Ja, mal schauen. Spielen gegen Tottenham und ja, sonst simulieren wir, spielen gegen Tottenham und dann machen wir halt in der übernächsten Episode, geht's dann gegen Chelsea. Meisterschaftskampf, ne, mit den letzten 7 Spielen in einer Episode gibt's nochmal eine dicke Konferenz. Dann spielen wir da gegen Chelsea und wir spielen das Spiel gegen West Brom am letzten Spieltag oder so. Mal schauen, irgendwie kriegen wir das schon hin oder machen nächste Episode 3 Spiele und dann nochmal 2 Spiele oder so. Kriegen wir schon irgendwie hin, ich entscheide das dann spontan. Egal, wenn euch die heute gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, schaut bei IG World, Instagram und so weiter und so fort vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit egal wie welchen Spielen und egal wie vielen Spielen. Ne? Macht's gut, bis dann, haut rein. Schönen Tag noch, passt auf euch auf. Viel zu viel geredet und ciao.